Shit, kann er nicht machen. Nein! Oh Mann! Leck mir doch am Arsch, da kommt lieber die Verstärkung. Hallo, jetzt hör mal auf zu wackeln, Love. Ich werde wohl irgendwo dann nachkommen. Wollen Sie mich gleich jeder Arsch sieht, du, das ist ja schlimm. Gut, bis jetzt hat mich noch keiner bemerkt. So. Flammer hier. 6 wieder, sehr schön. Wichtigster Bogen. Auch für den ein bisschen mehr Munition. Okay, Piepmatz, du musst mal ein bisschen was erkunden. Ich dachte nicht gerade, da fehlt da die Hälfte. Stehe ich wirklich gerade so pervers im Freien? Nee, sieht nur so. Ja, nur wohin mit dem? Ich leg den mal hier ab. Schläft nur. Ah, der Blutfleck fällt auch nicht auf. Ah, da haben wir noch was. Befehl der Phylika 121. Wir müssen dauerhaft zu erwachenden Ballisten aufstellen, die den Kanal überblicken. Schick 5-mal täglich Patrouillen, um den Kanal zu inspizieren. Keiner soll den Palast ohne Eskorte oder Freigabe verlassen. Sag ich, Ruhe darf den Palast nicht verlassen. Okay, rasch halt völlig aus. Oh, kletter doch hoch. Mensch, Bübel. Hey! Der Tod kommt dich holen. Auch hin die 2. Stimmt, ich hätte die Leiche hier wegtun sollen. Das war ein bisschen blöd. Bietet Belohnungen für Informanten, aber traut ihnen nicht. Man kann Informanten nie trauen. Lasst sie auspeitschen, sobald sie uns... Puh, wird auf jeden Fall was Größeres. Was killt er nicht? Das ist ein nach anderem von denen jetzt umlege. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich hoffe jetzt so jeden Markierer, der hier rumläuft. Wirklich, ich hoff's. Da ist auf jeden Fall eine Falle dran und ich will halt auch einige erstmal wegfiletieren. Okay, der kommt nur hoch. Der Mongo. Jetzt schnauze ich. Ich bin am Arbeiten. Gemeinsam. Hey, zu mir, Brüder! Lauf nicht ein.
ein. Halt mal die Augen. Keiner kommt vorbei. Keine Munition mehr, schlecht. Müssen wir jetzt so kämpfen. Yo, hab kapiert, tut weh. Ich schlitz dich auf. Hallo, kannst du auch mal wegrollen, du Spack? Ja, genau. Lol. Weil ich den da drüber habe, aber egal. Ja, genau. Junge, treff doch. Ach, fuck you, Alter. Ja, jetzt mach hin, ich brauche das Schauspiel nicht auch gucken. Gott. Trifft den halt mal einfach gar nicht. Das ist doch zum Heulen. Andere Bogen machen irgendwie von mir gar keinen Damage mehr. Wie sieht das jetzt aus, waffeltechnisch? Sind jetzt die Todi, die ich auch schon gebracht habe, und sind jetzt wieder Killer? Fresse. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ach nee, echt jetzt? Piepmatz, wie sieht's aus? Brauch Infos. Ach nee, ich muss wieder alles von vorne machen, aber das sieht schon präpariert aus. Ah, oh, leck mir doch. Hilft den Rebellen, ihr seid witzig. Wenn da hier so zig Trilliarden von den Leuten rumlaufen, willst du überhaupt alle killen? Bleibt ja nichts anderes übrig, müssen die eliminieren. Ja, so ein Pfeil hat noch auf gewisse Flugbahn, die man beherzigen muss. Dein Glück. Willst du mich verarschen? Ich hab geschossen! Oh Mann! Gibt's jetzt irgendwo noch Stress? Nee, hat keiner was mitkriegt. Gut. Ich lasse die jetzt einfach mal da liegen. Oh, jetzt geht doch da nein. Ich will den nicht tragen, ich will meine Pfeile zurück. Danke. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der sitzen müssen. Das war aber jetzt auch knapp. Kannst du mal tragen, bitte? Hallo. Danke. Das Fit-Bobble muss da nicht rumliegen. So präsent, genau wie der andere. Jetzt hopp, nimm den. Die Chili hier nur, die haben ja, naja. Auch Homosexualität war damals wahrscheinlich schon ein Thema. Ich weiß, ich liege da ein bisschen scheiße. Was soll ich tun?
hier noch irgendwo so ein komisches Ding, wo sie Verstärkung rufen können? Also es müsste hier in dem Area nicht wie es aus hier dran irgendein Pferd will drum. Ah ja. War es doch keiner aufgefallen hier? Ist alles scheiße, wir sollen hinlegen. Hier, kuschelt mal. So, ich bin hier. Ist jetzt irgendwo noch was in der Nähe? Hier sind die drei. Da haben wir noch einen. Sagen wir, das ist mal mehr? Einen umbringen, zwei kommen, oder habe ich was verpasst? Hilft schon Rebellen, ja, ja. Die drei da unten werden gleich knackig. Ja, weil die jetzt hochkommen. Ja, passiert. Schön für dich. Oh, der ging fett daneben. Ach, Junge. Au. Der Achontas ist getroffen. Komm her. Schnauze jetzt. Gottes Willen. Hä? Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Cool. Phylax, Kopfgeldjäger, ne? Sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Okay. Ich würde aber hier gerne noch den Rebellen jetzt helfen, vollends. So, gibt's hier was? Erwarte Befehl. So. Erwarte Befehle. Ja, ja, ganz cool. Danke. Die Götter mögen. Hey, sind gefesselt? Dann sind sie mit gefesselt, wenn ich die Tore aufmache. Okay. Was ist da los? Scheiße, ich brauche Hilfe! Ja, ja, schon mal deine Basics. Hab ja gerade andere Sorgen noch. Das wirst du grüßen. Hey, was? Au, ich treff doch mal Magi. Hey! Ich
Ah, da kommt der Hauptmann gleich. Perfekt, der Herr. Au, das war zu blöd zum Ausweichen. Ja, soll er doch. Soll er ruhig. Tisch präpariert. Viel Spaß. Würde sehen, was er davon hat. Soll er ruhig das Leuchtfeuer anmachen. Habe keinen Stress mehr. Das ist präpariert. Ja, ja. Mach mal. Hä? Ja, aufschließen? So. Du Wurm. Ich weiß, wann ich besiegt bin. Du bist zu gütig. Stoppt ihn! Ja, ich will gerade schießen, aber dachte mir so, So. Und 4 Pfeilchen noch, sehr schön. Da ist Leuchtfeuer immer noch nicht aktiviert. Na gut. Gesegnet seist du, Freund. Ja, ja. Ich sterbe hier. Ach, jetzt übertreib nicht. So, 2 Hauptmänner töten, Kommandant getötet, Schatzblinder und 4 Stück. Na, das wird jetzt noch was. Ah. Ja, da bräuchte ich jetzt ein bisschen was. Ah, mal aufgefüllt, gut. So, den haben wir erwischt. Da sind die 2 Hauptmänner noch. Das sind die Rebellen-Friends. Das Präparierte auf jeden Fall da drüben. Das ist nicht das Einzige, was wir haben. Ja, also, dann passt's ja. Zu spät. So. Nummer uno. Vögelein an der Wand. Läuft da draußen noch etwas rum wie ein Elefant. Ja, da kommt gleich ein Sack. Also mit dem Schleichangriff habe ich mich drauf. Ich glaube, das muss ich mal lernen. Ich verstecke mich hier die ganze Zeit. Wie, der hat mich gesehen. Okay, dann komm mal. So. Ah, da oben sind bestimmt noch irgendwo welche. Ich weiß. Mir geht ganz Hubstyle vor. Irgendwie sind die aber tot. Irgendwie kommen die hier nicht raus. Könnte das sein? Soll ich die ja später befreien? Wäre das vielleicht sinnig? Hey! Hey! Sieh dich da draußen mal um. Ich glaube, da war irgendwas. Pass auf, wenn das ein Hinterhalt ist. Was? Hurensohn? Wo? Hier stimmt was nicht. Also ich fühle mich gerade noch geschützt, also wir können jetzt mal hier. Da ist der, da ist nur der Typ. Ah, da sind die 2 Schätze. Ah, so läuft der Hase hier. Und da ist der andere. Gut.
Komm her, mein Puppel. Drüben kommt einer runter. Müssen wir kurz warten. Der kommt gleich im Sack. Vielleicht kommt der hierher. Kann man irgendwie pfeifen oder so? Das wäre geil. Ich glaube, wir werden beobachtet. Nö. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. Hey, hör! Echt jetzt? Echt jetzt? Der hat mich bemerkt? Ich bin nur aus dem Gras rausgeschlichen, aus dem Stroh raus. So, jetzt ist da hinten noch einer. Den habe ich gelootet, das passt. Okay, der ist da drin, das passt noch. Wenn er rauskommt, kriegt er einen Kopfschuss. Stets zu Diensten. Yep. Die Götter sollen dich segnen. Danke. Ach, danke schön. Ich muss hier raus! Komm hoch, Magi. Ich bin gesegnet durch dein Dasein. Danke. Boah, was das lag von dem. Ich kann nichts finden. So. Wo sind die Schätze da unten? Hui! Ja, komm raus da. Ja, mit dem großen Gänse haben wir es jetzt gecleant. Oh ja, bitte, nehme ich mit. Plündern, hopp, hopp. So. Lag viele von ihr Leben jetzt nochmal. Wo war das andere Zeug? Ne, ich trag den doch nicht. Alter, ich hab's mit Bandscheibe. Hör auf. Ah, da drüben. Weil arg viel. Also, wir haben das ganze Ding jetzt hier niedergemetzelt. Ne? Ich wollte es mal erwähnt haben. Hopp, hopp, lauf, lauf. Zwar nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte, wurden ein, zweimal nicht so optimalerweise gesehen. Das war natürlich ein bisschen meh. Aber naja. Was ist das andere Ding? Ah, da drüben. So, dann machen wir nur noch kurz Tweety. Tweety muss uns kurz helfen, wo das andere ist. Da, ah, das ist nochmal einer. Hm? So, ich weiß, wenn ich dieses Pferd beim Fleisch da mache und so komisch rumschilder, aber das frage ich mich langsam echt nicht mehr bei Assassin's Creed. Der Typ hat auch wieder Lack gehabt wie sonst was, du. Ja, war in die Kiste jetzt. Hä? Ach, da oben. Okay. Handelsgebiet clean ist mir nicht wichtig. Wenn wir schon mal hier sind, kann man es ja gleich mitnehmen. So, plündern. Kohlenkristall, interagieren. Befehl der Pylikatai. Wir suchen eine bewaffnete Frau. Sie ist sehr gefährlich. Sie hat einen noblen Aktaion ermordet. Nehmt einige Männer und sucht sie den Abwasserkanal in der Nähe der jüdischen Viertels, wo sie sich wohl versteckt. Zögert nicht, sie zu töten. Sie, sollte sie Widerstand leisten. So, jetzt gucken wir kurz mal. Fähigkeiten. Ich würde gerne eine zweite Waffe auf jeden Fall tragen. Das mit mehr Bums. Oder als Aufrüstung für seine Qualität. Du kannst Ausrüstung für seltene Qualität in Geschäften kaufen. Das wäre natürlich geil. Drücke R, um die Substanz. Ja, was ist das? Drücke R, um die Substanz gegen einen arglosen Gegner mit geringer Stufe einzusetzen und ihn dazu zu bringen, sich gegen Verbündete zu wehren. Ah? Passiv, du kannst lange Luft unter Wasser anhalten. Okay. Was ist das? Nebelwand. Pyra-Dings-Gedöns.
Du kannst in Stellen Streitwegen kaufen. Cool. Giftpfeile. Wirf diese Pfeile, um den, zu vergiften und Gegner näher auszurichten. Oh, das ist aber gut. Tierdumtür. Nachdem du ein Tier mit deinem Schlafpfeil betäubt hast, zähme es mit E, damit es dir folgt. Du musst erst die Fähigkeit Schlafpfeil lernen, um die Fähigkeit Tierdumtür. Cool. Ich hätte aber erstmal gerne eine zweite Waffe vielleicht. Wir haben die ganze Serie zumindest mehr Damage. Entführe uns hier einen gegnerischen Reiter von einem Reittier und übernimm die Kontrolle darüber. Dann brauchen wir zwei dafür. Okay. Ultra-Hochleistung. Was ist die? Verdoppelt den Schaden deiner Hochleistungsfähigkeit. Erstmal zwei Waffen. Ich glaube, das ist immer verkehrt. Haltet gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen und die Streuzone zu verkleinern. Verbessere Jagdbogen. Haltet links gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen und den Gegenstand Schildabwehr zu durchbrechen. Raubtierbogen. Halte gedrückt, um den Raubtierbogen im Pfeilflug zu steuern. Adlerangriff. Attentatsbeute. Was ist die blöde Gegner, die du getötet hast? Heimliche Killserie. Wartet mal, Ausrüstung. Was ist denn das für einer? Das ist ein Raubtier. Boah, das ist unser epischer, ne? Oh, okay. Zu steuern wäre natürlich schon geil. Aber ich denke erstmal eine zweite Waffe, die mehr Damage prügelt. Wobei man mit der einen recht gut auskommt. Das sind doch nicht so. Schlafpfeil. Was ist das? Nach einer Hochleistungswaffe kannst du einen Kombo von leichten Angriffen folgen lassen. Okay. Und das hier, verdoppelt die Leistung, Adrenalin, erwartete Kombo-Fähigkeit. Kommst du oder so nicht drum rum, brauchen das oder so. Ja gut, haben wir eine zweite Waffe erstmal, ist auch nicht schlimm. Ausrüstung, so, was gibt's denn hier Feines? 138, das ist aber ordentlich. 142, natürlich schlimmer. Langsam, sehr stark. Bluten bei Treffer, ah, nimm mal. Das behalten wir, dann zerlegen wir das. Dann zerlegen wir das, dann zerlegen wir das, dann zerlegen wir das. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier? 169, warte mal. Macht 4 mehr, macht 2 mehr. Aufladetempo, Schussfrequenz. Der hat 22 Munition, ja, okay, das passt. Ja, komm, mach weg. Und der auch. Wobei, der macht 318. Der macht 318. Ernsthaft? Ja, das ist zwar Qualität, aber das ist scheißegal. 318 Damage? Also schießt er gleich 5, ne? Ja, vergiss es. Das, nee. So ein Scheiß fangen wir schon an. Bin ich gar kein Fan von den Dingern. Dann würde der anderen auch so viel reisen. Also, dann hat sie es mit dir erledigt, mein Freund. Kriegsbogen. War schön mit dir. So. Sonst noch was? Schilde können wir gucken. 304, 303, 303. Ja, kann weg. Krieg ich kein Material mehr raus? Rechtsklick ist auch zerlegen, oder? Okay, ich kann gar nichts zerlegen, weil ich nichts mehr zum Zerleger habe. Verstehe ich nicht. Ja, das sind so Einzelgegner, aber die kurz mal schnell wegfiltern müssen. Aber okay, gut. Nahkampfwaffen, ja, habe ich schon. Boah, dann kommen wir hier raus. Ich finde es zwar schade, dass wir das Gebiet jetzt komplett übernehmen können, aber gut, von mir aus. So, Sperrgebiet, Schätze gefunden. Dann kann man eigentlich rausgehen zum Weber und zum Schmied. Und dann kann man eigentlich mal kurz mal ein bisschen Aufrüstung machen, meine Freunde. Ich glaube, jetzt mal ganz gemütlich durch, weil ich glaube, uns geht jetzt eh keiner mehr an den Karren. Muss man einen Ausgang finden. Leute, wo geht's hier raus? Kann mir jemand helfen? Hallo? Warte mal, sind ja alle tot.